Alarm am Checkpoint. Ein feindliches Auto versucht, die Straßensperre zu durchbrechen. Der Angreifer kann überwältigt werden. Die Lage ist wieder im Griff. Damit es im Ernstfall so reibungslos abläuft, trainiert die Bürgerwehr Lublin ganz im Osten Polens zweimal im Monat. Viele der Mitglieder sind kaum älter als 20 Jahre. Sie schießen zwar nur mit Platzpatronen, aber ihre Motivation ist echt. Man hat das Bedürfnis, das, was man liebt, zu schützen. Familie, Freunde, Schule. Für mich ist das selbstverständlich. Die Tatsache, dass Polen jetzt sicher ist, heißt nicht, dass sich das nicht sehr schnell ändern kann. Die Ukraine ist das beste Beispiel. Dass es hier noch friedlich ist, ist keine Garantie. Seit den blutigen Kämpfen in der Ukraine hat sich die Mitgliederzahl der Truppe verdreifacht. 300 Männer und ein paar Frauen, Studenten und ganz normale Berufstätige üben in der sogenannten territorialen Selbstverteidigung des Verwaltungsbezirks Lublin. Ihr Anführer ist Damian Duda, eigentlich Professor für Strategie und Sicherheit an der Universität Lublin. Für ihn ist das hier alles kein Spiel. Eine Gruppe wie seine, sagt er, wird im Ernstfall wichtig sein. Polen hat noch immer 1939 in Erinnerung. Damals hatten wir auch Verbündete und trotzdem blieben wir allein. Außerdem sind die meisten Einheiten der polnischen Armee im Westen stationiert. Noch immer gilt die Doktrin, dass unser Feind im Westen steht. Es sind schon viele Jahre vergangen und man sollte diese Einheiten endlich nach Ostpolen verlegen. Wir fahren weiter nach Osten, 80 Kilometer. Hier grenzt Polen an die Ukraine. Eine grüne Grenze und die Außengrenze der EU. Bis auf eine einzige Patrouille und den Grenzposten wirkt die Gegend wie ein ganz normaler Landstrich. Nur der Fluss Bug trennt beide Länder. Die NATO hat seit der Krise in der Ukraine ihre Manöver in Polen zwar verstärkt, auch an den östlichen Grenzen. Dauerhaft stationiert sind hier aber keine Truppen. Das verbietet die Gründungsakte zur Osterweiterung. In Lublin fühlen sich manche deshalb etwas alleingelassen. Die meisten hier kennen die Bürgerwehr und sind froh, dass es sie gibt. Ja, ich habe schon davon gehört. Das ist eine gute Idee. In der heutigen geopolitischen Lage und mit dem, was in der Ukraine passiert, ist es nicht falsch, sowas zu haben. Wenn man die Geschichte kennt, ist klar, dass Russland nie ein freundschaftliches Land war. Keiner kann voraussagen, was sie machen. Aber man sollte auch nicht in Panik geraten, sondern die Situation genau beobachten. Man kann nichts ausschließen. Wir brauchen das, weil der Wehrdienst ja abgeschafft wurde. Unsere Armee, das sind gerade mal 70.000 Mann. Dazu die Reserveeinheiten, die aber weder gut ausgerüstet noch gut ausgebildet sind. Wie Krieg aussieht und sich anfühlt, davon hat sich Anführer Damian ein Bild im Nachbarland gemacht. Er war vor 10 Tagen in Donetsk, bei einer Gruppe freiwilliger ukrainischer Verbände, die gegen die prorussischen Separatisten kämpfen. Sie sind für ihn ein Vorbild, wie sie sich organisieren und ihre Heimat verteidigen. Es ist ein Signal für jeden Staat. Man darf die Möglichkeiten des Einzelnen nicht unterschätzen und ihm verbieten, sein eigenes Land zu verteidigen. Wenn er es möchte, dann findet er sowieso eine Lösung. Verboten ist die Bürgerwehr in Lublin nicht. Doch finanzieren muss sie sich selbst, zum Beispiel durch Spenden. Mit dem polnischen Verteidigungsministerium gab es zwar Gespräche, zusammenarbeiten will man mit der selbsternannten Kampftruppe, aber vorerst nicht. Ihre Heimatstadt Lublin möchte die Bürgerwehr zum Beispiel bei Naturkatastrophen einsetzen, nicht aber als Armee. Trotzdem, Damian Duda will nichts dem Zufall überlassen. Wenn du den Frieden liebst, dann bereite dich auf den Krieg vor. Ich will ihn nicht auslösen, aber ich will bereit sein. Warum sie nicht in die polnische Armee eintreten, sondern in einer Bürgerwehr kämpfen, darauf haben übrigens alle Mitglieder der Truppe in Lublin die gleiche Antwort. Sie wollen auf ihr ganz normales Leben ohne Uniform hier an der Ostgrenze Polens nicht verzichten.